Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich hab mir jetzt mal einen Brownie gegönnt. So, wir haben hier die ersten Dinge. Ne? Haben. Und jetzt, ja genau, was essen. Gerichte. Benützen. Was ist das? 60? Ist bei einem Drittel. Ah ja, komm, ich gönne mir noch einen von denen. Das sollte genügen. So. Let's go. Einmal durch den Miniaturgraben. Hi. If you are here to buy, I've got the best selection of medicine in the wasteland. Jo, ein bisschen Geld. Ja, genau. Die Betonmischung hätte ich gern. Wichtig. Den Wasserfilter, da hätte ich auch gern noch ein oder zwei. Ja, drei Wasserfilter. Gibt es sonst noch irgendwas Interessantes? Schade, keine Klingenfalle. Sonst hätte ich mir die jetzt noch gegönnt. Halt ein bisschen was zu essen. Kochtopf. Nee, da ist tatsächlich nichts mehr gescheut. Ja, der Amboss. Nee, nehmen wir noch drei Wasserfilter. Now that was a good deal. Und machen hier noch ein paar Wasserdinge. Wasser! Was brauche ich denn? Pin das mal please an. Mal gucken, ob wir die alle machen können. Also wir brauchen 300 Kunststoff. 12 Klebeband und 12 Eisenrohre. Oh, sehr gut. Oh ja, sehr gut. Sehr gut. 3 Stück. Supi. Ich habe die Hose gar nicht. So, ein bisschen Geld haben wir übrig. Und jetzt können wir hier... Gut, da können wir ja... So. Sehr gut. Jetzt müssten wir theoretisch hier das ganze Zeug rauslassen. Auf jeden Fall das geschmiedete Eisen. Dann machen wir die Haarhülsen. Und Geschossspitzen. Gut. Die Hülsen brauche ich wie viel? 3. 3 Messing. Habe ich noch irgendwie Messing als Rohstoff? Nö. Da
habe ich noch Eisen als Rohstoff. 8 Stück. Eisbarren ist klar. Hä? Ist doch Eisenbarren. Ach, geschmiedetes Eisen heißt es. Ich dachte immer Eisenbarren. Geschmiedetes Eisen braucht 12. Also müssen wir noch 4 Stück. Vier Stück einschmelzen, damit wir sie komplett rauslassen können. So, und von Messing... Ach ja, genau, Sand. Bruchsand. Oh, Warteschlange voll. Naja gut, dann soll der mal arbeiten. Dann soll der mal arbeiten. Ich bin derweil hier dann mal wieder ein bisschen am Rumfuhrwerken. Oh, die drei sind auch schon fertig. Nice, dann bauen wir die direkt auf. Wir könnten hier schon mal den Aufgang machen für die nächste, sag mal's. Weißt du Bescheid? So, bitte einmal fleißig sammeln. Wir werden es brauchen. So, ein bisschen Holz. So, und während hier das ganze Gelumpe am Arbeiten ist. Oh ja, wir sollten vielleicht da nochmal Holz reinlegen, ne? Weil ich glaube, ewig wird das nicht halten. Guck, für 5 Minuten und alleine eine Stunde brauchen die Hülsen. Also ich glaube, in dieser Aufnahme werden wir das nicht beenden können. So, ich packe hier einfach mal so einen Schwung Holz noch rein. So, und wir gehen derweil wieder kavesten und arbeiten. Ach, da hinten wahrscheinlich wieder die Farm. Klatschbumm. Ich weiß nicht, waren wir da drüben auch schon drinne? Guten Tag. Glaube nicht. Mädel, ich habe gerade das Loch nicht mehr gefunden hier. Schubidum, Schubidum, Schubidubidubidum. Da gibt's nix. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Ich glaube, aber hier hat schon jemand geschlafen. Huch! Da falle ich einfach mal zwischen die Ritze. Schalalalalala. Schalalalala. Oh, ist die Karre da hinten noch voll? Oder hatte ich... Nee, da steht der Traktor. Ich glaube, die hat nicht mal ausgeräumt. Aber er ist wieder voll. Tools. Niemand anwesend. Alles fort.
Scheune da. Hm. Das wird mein Zimmer. Gut. Lalala. Ne, ich lasse das Auto stehen. Ich habe nicht viel Platz. Hallo. Ich bin immer am Kuchen. Tschüss. Schüssokowski. Ja. Na Mensch, die Schüssel darf ich gar nicht nehmen. Gibt's das? Gibt's das? Hallo. Aua. Au. Weg mit dir. Oh, Menno, steck nicht so viel ein, du Miststück. Geh weg. Sag mal, wie viel frisst die? Ja. Danke, dass ich mal Zeug nicht mehr auflädt. Oh, aber ein Glück. Es kam nichts Böses. Ein Glück. Das ist aber eine kurze Strecke hier. Ach, da ist auch noch was. Bücherlies. Und eine Weltbank. Beach. 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 So, was haben wir hier? Speerhunter. Speerjäger. So rum. Verbessere deine Reflexe, um einen schnellen Speerstoß auszuführen. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Knife Guy. Verbessere die Fertigkeit zur... Achso, zur Fertigung von Klingen. Da haben wir ein T-Shirt. Mehr blöde Federn, die keiner braucht. Weil Federn, weil Bögen einfach mega überbewertet sind hier. Ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, das war's. Machen wir die wieder zu. Alles? Waren wir schon oben? Hi! Oh, Dietriche! Och! Aua! Oh, hi, Kumpel. Fumbel. Oh, was sitzt denn da? Hui. Ein mieser kleiner Kack.
Geier. Ein Füller Molleimer. Oh, was? Ein riesiger Waffenschrank. Halt. Mal gucken, ob wir mit den paar Dietrichen aufkriegen, die wir einstecken haben. Ansonsten hauen wir wieder auf. Beaverbox. War klar. Tschö. Dann halt nicht. Oh, geht eigentlich recht schnell. Ja. So machen wir Platz in unserem Rucksack und kommen trotzdem an die Beute. Und hier kommt gerade ein kalter Wind rein. Da. Ui. Knochenmesser, Qualität 5. Was haben wir hier? Nightstalker. Nachts, wenn das Adrenalin durch deine Adern rauscht, fühlst du nie das Gewicht deiner Beute. Nachts nie überlastet. Ja, ich bin auch so eigentlich nie überlastet. Ich bin so eigentlich auch nie überlastet, weil ich das geskillt habe. Weil das immer im Grunde eins der ersten Sachen ist, die ich skille. Ah! Ich verstehe! Ich verstehe, man muss von hier oben hier runter. Es kann sein, dass vorne die Eingangstür zu ist. Von dem Haus. Könnte ich mir vorstellen, weil die war ja offen. Kann sein, dass wir die aufgeknüppelt hatten. Sehen wir gleich. Ja, guck. Also für gewöhnlich müssen wir durch die Scheune rein und oben. Und oben über das Ding rüber. Oh, genau, liegt der Geier noch da. Den würde ich gerne mitnehmen. Also wir waren anscheinend doch schon mal im Haus. Du bist durstig. Plastik. Okay. Ein Huhn. Ich glaube, ich sehe ein Huhn. Bock, bock. Es hat nicht viel zu tun. Bock, bock. Es legt mal ein Ei. Es legt jeden Tag ein Ei. Und sonntags auch mal zwei. Ach, schade. Ich dachte, das hätte irgendwas zu bedeuten, dass das hier liegt. Okay. Hier eigentlich irgendwas Besonderes. Wow, Stoff. Ja, das dauert aber zu lange. Dafür müssen wir das ein bisschen upgraden, glaube ich. Ein sehr hoher, kaputter Baum. Der tut mir irgendwie leid. Tschüss, Baum. Ich habe dich erlöst. Sei dankbar. Ups. Dann nehmen wir den Mais mit. Mais. Oh, mach mir doch keinen Scheiß. So. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann räumen wir das Haus erneut aus, ne? Also bis dann. Tschüss.